Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Schön, dass Sie das Video eingeschaltet haben. Heute darf ich über eine Neuankündigung sprechen, und zwar eine Münze, die am 1.9.2018 erscheint. Ich möchte das gerne mit etwas Vorlauf machen, damit diejenigen, die vielleicht das Budget noch nicht zusammengespart haben, die Chance haben, auch hier diesmal zuzuschlagen, denn die Münzen sind für gewöhnlich sehr schnell vergriffen. Über welche Münze ich konkret spreche, das zeige ich Ihnen nach dem Intro. Heute reden wir über die 5 Unze African Safari Leopard, und ja, die Münze ist was ganz Besonderes, weil sie nur eine Kleinstauflage von 50 Münzen weltweit hat. Damit Sie die Chance nutzen können, tatsächlich auch eines der Stücke zu ergattern, das am 1.9. dann physisch ausgeliefert wird, sprich im August wird der Verkauf beginnen, möchten wir die Information jetzt schon für Sie an Sie weiterreichen, denn die vorigen Münze, also der Löwe, die Giraffe und das Nashorn, waren in kürzester Zeit ausverkauft. Der Löwe, der damals 9.500 Euro gekostet hat, liegt mittlerweile bei weit über 12.500 Euro. Auch die Giraffe liegt schon bei fast 12.000 Euro zum Zeitpunkt, wo wir das Video drehen. Und auch das Nashorn ist knapp bei 11.000 Euro. Also es ist im Endeffekt momentan eine Preissteigerungsgarantie, wenn man sich die historische Entwicklung anschaut. Natürlich ist es für die Zukunft nie ganz sicher, wie sich eine Münze entwickelt. Aber da das Motiv mindestens so toll ist wie das des Löwen, also das erste Motiv, das so begehrt war, bin ich sicher, dass das eine Riesenchance ist. Ich erkläre Ihnen gleich noch ein paar weitere Informationen. Was gibt es zum Leoparden zu wissen? Genau wie bei den vorigen Motiven ist es so, dass die 5 Unzen Goldmünze vom Leopard jede einzeln durchnummeriert ist, also die 1 von 50 bis zur 50 von 50 werden vergeben. Viele Nummern sind schon reserviert, weil diejenigen, die quasi alle 7 Motive, also Motive für Motiv kaufen, wenn mein Kunde sagt, ich schaffe es liquiditätstechnisch nicht, alle 7 Motive zu kaufen, dann wird natürlich wieder eine Nummer frei. Aber ich kann Ihnen sagen, die einstelligen Nummern sind nahezu alle vergeben, die Schnapszahlen ebenfalls. Trotzdem gibt es für jeden individuell bestimmt eine schöne Zahl, die noch frei ist. Von daher, darum geht es auch nicht unbedingt, aber man weiß, wenn man so eine Münze für 9.500 Euro kauft, dass natürlich eine Nummer für einen selbst oftmals noch eine Bedeutung hat. Wie kam die African Safari Serie überhaupt dahin, dass sie so beliebt ist? Im Endeffekt liegt es daran, dass es eine kleine Anzahl von Münzen gibt, von 50 Münzen weltweit, aber eine große Anzahl von Investoren, die sagen, ich habe 10.000 Euro übrig und möchte eine Münze, die vielleicht im Wert sich besser entwickelt, nach unten etwas gedeckelt ist, weil der Ausgabepreis letzten Endes einfach die Obergrenze ist von 9.500 Euro, und weiter wird die Münze auch nicht fallen, es sei denn, Sie bringen so eine Münze mal zu einer Bank und die Bank schmelzt sie dann ein. Da würde ich Ihnen unbedingt von abraten. Das heißt, wenn Sie so eine Münze verkaufen wollen, kommen Sie bitte immer an uns. Wir kaufen die Münzen, die African Safari Münzen, herzlich gerne an, weil wir eine große Zielgruppe auf einer Warteliste haben, auch für die bereits ausverkauften Münzen. Ja, was sollte man beachten bei so einer Münze? Wichtig ist, dass die Münze immer im Original-Etui bleibt, in der Originalkapsel mit Echtheitszertifikat, dass an so einer Münze jetzt keine Kratzer, kommen, weil Sie denken, da ist ein Staubkorn und Sie fangen vielleicht an, mit einem Poliertuch dran rumzurubbeln. Sowas bitte niemals machen. Die African Safari Serie wird auch als Silberserie Ende 2018 erscheinen, als 1 Kilo Silbermünze. Für diejenigen, die jetzt sagen, ich habe keine 9.500 Euro übrig. Im Übrigen gibt es sie nicht nur als 5 Unze mit 50er Auflage, sondern auch als 1 Unze in Gold in polierter Platte mit 99er Auflage. Die erscheint dann am 1.8. Und in dem Sinne sind wir schon am Ende des Videos. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch da lassen. Bin begeisterter Fan. Ich versuche möglichst alle zu erwerben, auch wenn es liquiditätstechnisch natürlich eine Herausforderung ist. Aber für den einen oder anderen Investor ist es vielleicht so ein kluger Weg, statt in irgendwelche anderen Anlagen zu investieren, die dann risikobehaftet sind, sich mal eine Münze ins Portfolio zu legen, die eben wertstabil ist und vielleicht sogar über Generationen hinweg mal zu einem richtigen Schatz wird. Gerade wenn man dann so eine ganze Sammlung vollständig hat, gibt man sowas ungern her, ich weiß es aus eigener Erfahrung, hat aber die Sicherheit, dass man im Tresor dann wirklich was liegen hat, was auch werthaltig ist und sich jederzeit wieder schön veräußern lässt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Ansehen des Videos, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, lassen Sie uns mal einen Daumen hoch hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie hier unten reinschreiben, wie Ihnen die Motive gefallen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen, Dominik Kettner war mein Name.